From a dream to reality. Music is our motivation. Trance is our passion. This is the power of emotion. This is our gift to you. This is peak time. Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany. Hosted by Eagle Wing and Apex. Welcome to Peak Time Trance Essentials. Ja, lieber Frank. Ja, hi. Es ist schon wieder zwei Wochen her, dass wir auf Sendung waren. Und da sind wir auch schon wieder. Und zwar heute in Bild. Und Ton. Ja. Applaus für uns. So, man muss das mal ganz kurz loswerden an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Da sind schon einige Leute im Chat. Wir haben es gerade gesehen. Welcome to Peak Time Trance Essentials, Episode Nummer 24. Das heißt, eine vor der 25. Vor der Jubiläumsausgabe der Großen. Und hat es gerade gesagt, im Chat hier schon 18, 20 Leute dabei. Richtig, richtig geil, Leute. Es war richtig Furore im Vorfeld der Sendung. Wir konnten es gar nicht erwarten, endlich wieder für euch hier zu stehen im Studio und haben natürlich richtig, richtig Bock mitgebracht. Ich habe auf dem Weg hierher schon einige Ansagen im Auto gemacht hier, weil es mich so gekitzelt hat. Und wir haben richtig, richtig viel dabei. Pickepacke voll mit geiler Musik, muss man wirklich sagen. Da kommt ein Ding nach dem anderen. Und natürlich, ich nehme es mal vorweg, einen richtig, richtig geilen Peak of the Week. Das ist Ferry Corsten mit der Freefall. Wahnsinniger Remix und das alles werden wir hören. Und noch viel mehr. Und dazu sagt der Kollege jetzt sicherlich noch was. Ja, der Frank hat es schon angekündigt in den offenen Social-Media-Kanälen und in einigen vor allen Dingen. Und ich bin ja auch nicht müde gewesen und habe gleich mitgemacht an der Stelle. Es gibt nicht nur eine. Es gibt sogar heute Abend zwei Premieren. Und von der einen wisst ihr mittlerweile Bescheid. Das ist ja der Kollege, der hier neben mir steht. Kollege. Der wird heute Abend seine neue Single Access Granted vorstellen. Schön, dass ihr dabei seid. Und die zweite Nummer wird eine Überraschung, denke ich mal, denn wir supporten ja immer ganz gerne mal ein paar Leute, die es meiner Meinung nach auch verdient haben, den Support zu bekommen von uns. Und das machen wir auch sehr, sehr gerne. Noch dazu, wenn es Leute sind, die wir kennen. Und da haben wir heute jemanden am Start, der hat mir eine Nummer geschickt. Das hört sich schon richtig gut an und ich freue mich darauf, dass wir heute Abend eine Weltpremiere von Ravest Heart hören werden. Zwei Jungs aus Inmüren, ich komme da ein bisschen später noch zu, die werden namentlich noch genannt und da dürft ihr euch auch schon mal drauf freuen. Das sind alte Freunde von mir. In diesem Sinne. Richtig geil. Ja, also freue ich mich drauf. Ich habe noch keinen blassen Schimmer. Das ist ja auch das, was es hier manchmal ausmacht. Ja. Viele, viele Überraschungen auch untereinander und ansonsten erstmal herzlichen Glückwunsch hier an alle, die jetzt gerade dabei sind und fühlt euch gegrüßt. Lasst schon mal das Like auf dem Video. Ihr kennt das Spiel, so wie es hier immer aussieht. Und ansonsten sei noch gesagt, die Vinyle von der U96 sind Teile angekommen. Ich habe hier ein paar Bilder für die Sendung noch vorbereitet. Da blenden wir die glücklichen Gewinner nochmal ein. Und ansonsten, Access Granted war schon das Thema. Ich werde nachher nochmal hier zur Tat schreiten und das Ding premieren, also das erste Mal spielen, Promo machen und einfach gute Laune haben mit euch. Hey. So, jetzt ist es schon 20 nach, nicht 20 ja, nach, es ist 20 5, nach, es ist 5 nach 20. Ist auch ganz egal. 20. Wir kommen natürlich noch zu guter Musik heute Abend. Wie immer haben wir, hat Franke eben schon erwähnt, den Peak Time Warp und den Peak of the Week dabei. Nichtsdestotrotz auch sehr, sehr, sehr viel neue, gute Musik. Ich habe mir ein paar Titel angehört, die Frank mit ins Boot gebracht hat. Da sind mir fast die Ohren rausgefallen. Also lasst euch überraschen, das wird eine Riesennummer heute Abend. Und in diesem Sinne mache ich den Looplöser. Dann löse mal den Loop, du Looplöser, ja, du. Das können wir doch mal machen. Du. Ihr Lieben, viel Spaß, gute Unterhaltung. This is Peak Time, Episode 24. Here we go.
Katz, wie ich gerne zu sagen pflege. Bitte zuhören, liebe Leute. Erstes Highlight. Die Scheibe lief den ganzen Abend schon in den Vorbereitungen hier. Immer wieder. Aufgepasst. Da kommt was. Oh yes, oh yes, oh yes. Ja, muss ich bestätigen. Irgendwie so ein bisschen verknallt eben in das Teil. Ja, schon geil. Ausnahmsweise war es mal eine Scheibe, die wir beide spielen wollten. Strike. He put an arrow through my heart and I don't mind it at all.
Double F Studios Minden, Germany. This is Peak Time. Lieb da draußen. Ich sag's gerade zu Heiko. Mensch, heute geht's nach vorne. Und das sind keine leeren Versprechungen oder Drohungen. Big Time. Also Leute, anschnallen ist angesagt. Beste neue Musik hier mit Super Raid and Tap. Featuring Koma. Zweite Sportskollegen der Szene hier. Herzlich willkommen allen Zuschauern, die jetzt hier schon dabei sind. Über 25 habe ich eben gesehen. Richtig, richtig geil. Lasst mal den Chat hier ein bisschen brennen. Haut mal die Kommentare raus, was ihr von den Tracks haltet. Und lasst natürlich ein Gefällt mir auf dem Video. Und teilen es auch gerne erwünscht, damit wir hier mal richtig Community kriegen. Denn heute geht's rund hier bei Peak Time Trance Essentials. Transcendentals.com.
Also hier bei uns, da knackt's ganz schön. Und ich hab's ja eben angekündigt, wir stehen hier nicht auf der Bremse, ganz im Gegenteil. Vollgas ist hier angesagt. Und dann gibt's hier im zweiten Teil gleich die neue Eagle Wing Access Granted. Ihr seht's oben, links rot eingeblendet. Aber jetzt an dieser Stelle haben wir was Schönes Neues von Mauro Levi und OTIT. Aria. We'll be right back.
listening to Peak Time. Would you wait? I swear, I know I've seen your face a million times. Nights I've held you in the dark. I know that we don't need anything to ever change, 'cause we'll go higher again and again. Let's
We'll be right back.
Leute. Geht ganz ordentlich los hier. An dieser Stelle mal einen ganz, ganz herzlichen Gruß. Gehen raus an den Marc, an den Rick Albright. Ja, unbedingt. Ja, jetzt wird's leise. Ja, da macht er extra die Musik aus, der Kollege hier. Geil. Und natürlich an alle restlichen, die noch mit dabei sind. Richtig, richtig geil. Wir haben richtig Verkehr hier im Kanal. Also Zuschauer und Abfahrt. Abfahrt. Zu meinem Studio-Nachbarn. Jetzt kommen wir der ganzen Sache aber näher. Hier mal ordentlich knarzig. Richtig stark dabei. Und die folgende Scheibe, ihr Lieben, ist für eine ganz besondere Person, nämlich die Niki aus unserem Team, Nebel Nicole hier. Mr. Tony Hammer. Die hast du nämlich eingeschickt. Riesenteil. Freu dich drauf. Freu dich drüber. Here we go. Listening to Peak Time. Baby, oh, when you feel the feeling burning deep inside, you know it could be real deal, but scared of your emotions running from the oceans. Baby, do not fight it, put up your sails and ride it. Let go, let's go. Do whatever we can, travel across the far land. Let go, let's go. This is new.
This episode mixed by Eagle Wing. Ich hab's also eben schon mehrfach angekündigt, langsam aber sicher wird's ernst. Und bevor ich gleich hier die Excess Granted in der Weltpremiere spiele für euch, haben wir hier nochmal ein richtiges Zauberbrett. Hinsetzen und genießen. Freunde da draußen. So, liebe. Und manchmal dauert es eine kleine Sekunde. So, ihr lieben Freunde da draußen, jetzt habe ich hier das Schild, jetzt habe ich den richtigen Track, ich habe den richtigen Mann an meiner Seite, so wie jede Sendung. Und
ich habe euch an unserer Seite, das muss man wirklich jetzt einfach mal sagen, und das ist hier, das möchte ich gerade loswerden, keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier Platten raushauen in diesem Format, in diesem Studio. Wir sind ultra dankbar, dass das alles mit euch funktioniert. Das, was ihr jetzt hört, ist die angekündigte zweite Single meiner Wenigkeit, Eagle Wing, Access Granted. Das heißt, hier ist der Zugriff gewährt. So sieht das ganze Werk aus. Ich habe es gestern schon im Video vorgestellt. Vielen, vielen Dank an das Entrancing-Label um Florian Lugauer, der das hier alles möglich macht und supportet mit den Tracks. Richtig, richtig geil. Flo, der größte Gruß geht hier an dich und natürlich gleich mit hier an die Fans, die uns hier gerade zuschauen, gewogen sind. 39 Leute sind's. Wir wollen jetzt mal gleich reinhören und dann sind wir gespannt auf ehrliche Meinungen hier im Chat. Lass das Ding mal richtig glühen und dann reißen wir die Bude hier ab, denn das ist hier erst die erste Stunde von Peak Time Trance Essentials. Wir sind froh, dass es euch gibt. Alles Weitere, was wir dann mit der Access Granted machen, sie wird am 1.7. erscheinen, werden wir euch erzählen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber jetzt mache ich hier mal den Looplöser. Peak Time World Premiere.
Freunde, ein Ereignis jagt dir das nächste. Wir sind schon längst wieder im Peak of the Week. Also hier kommt jetzt ein Hammerding auf euch zu. Ich lese gleich mal nach, wie euch die Scheibe gefallen hat. Die letzte, meine neue Single, Access Granted. Und das ist Freefall. Viel Spaß! Ihr Lieben, ich habe es angekündigt. Wir haben im Grunde genommen eine zweite Weltpremiere, nämlich diesen Track hier.
sage ich gleich nochmal was zu. World premiere at Peak Time Trans Essentials. Okay, Lieben, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Uns erreichen immer mal wieder Einschriften von Leuten, von Tracks, die wir ganz gerne spielen sollen. Aber es kommt natürlich nicht jeder hier in die Sendung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So einen gewissen Bezug sollte man schon haben. Entweder zur Sendung, zu Frank, zu mir und in dem Fall bin ich es. Denn das Projekt, um das es sich hier dreht, das ist Ravest Heart. Die Jungs sind erst seit 2019 am Start, kennen sich aber schon aus der Schule. Kommen aus Ebenbüren und einer davon hat tatsächlich eine Vergangenheit mit mir. Ist ein DJ-Kollege aus meiner Münsteraner Zeit. Das ist schon 15 Jahre her. Aber ich freue mich, dass auch der Kollege wieder auf Trends auf ist. Und EDM. Richtig geil, muss ich sagen. Auch von dieser Stelle hier unten. Ganz, ganz toll. Also Nachwuchs ist hier herzlich gerne willkommen und an dieser Stelle sei kurz erwähnt, natürlich könnt ihr uns auch Promos einschicken, damit wir hier selektieren, was wir hier mit in die Sendung reinnehmen, so wie es hier in diesem Fall der Fall war. Und ansonsten gibt es hier viele Highlights bei Peak Time Trans Essentials. Heute die Weltpremiere. Ich sage danke an die vielen Kommentare, an alle, die hier die Einsendung gemacht haben und hier nochmal einfach geschrieben haben, wie sie die Scheibe finden. Vielen Dank für die ehrlichen Meinungen. Und kurze Info noch an dieser Stelle, die Vinyle sind raus vom Gewinnspiel, das darf ich noch erwähnen an der Stelle. Und zwar von U96, produziert von DJTH. Das hier waren die glücklichen Gewinner. Ich blende sie mal gerade ein hier. Da haben wir die beiden. Seid gegrüßt, da sind eure Bilder hier in dieser Sendung live bei uns. Und jetzt natürlich für euch weiter im Mix Epics. Ganz kurz vielleicht noch. Habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ja, bitte. Hinterlasst doch mal ein Like
auf der Seite von Ravis Heart. Die Jungs freuen sich. Die heißen übrigens Oliver Freitag und Benjamin Teigeler. Und bei uns herrscht wirklich das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Und wir supporten gerne. So sieht's freuen aus. Freuen uns darüber. Das haben wir mit dem Marc gemacht, mit den Italunium-Leuten, mit den Trans Landscapes. Und da kommt noch mehr zu. Freut euch drauf. Unbedingt. Und denkt dran, wenn ihr Trackwünsche habt hier live für die Sendung. yourwishactpeter-transessentials.com und genau. Da gibt es gleich noch heiße Infos für die Folge 25. Da haben wir nämlich uns ein Special überlegt und das wird euch freuen. Here we go! Thank you.
Peak Time.
Sind rechts auf der 2. Ja. Jede Kamera ist immer hier bei uns die 2, nur so zur Info. Ja, jetzt gleich ist es die 2. Moment. 1, 2, 1, 2. Ja, jetzt ist es die 2, Freunde. Also. So, ihr Lieben. Aller guten Dinge sind 2. Ich sag immer so, ihr Lieben. Frank sagt immer so, ihr Lieben. Ihr seid immer so, ihr Lieben. Wisst ihr das eigentlich? Nee, ich sag immer, here we go. Okay, wir kommen gleich zu unserer heimlichen Lieblingsrubrik. Und die wird ausnahmsweise, gar nicht ausnahmsweise, mal wieder direkt hier von Platte gespielt, von Vinyl. Ja. Es bietet sich natürlich an, man. Schönen Klassiker, die haben wir ja reichlich und zuhauf auf Vinyl. Ja, das ist tatsächlich so. Und ja. An dieser Stelle wollen wir schon mal auf die kommende Sendung hinweisen. Und diese Sendung hat es in sich. Das ist die Nummer 25. Und die Nummer 25, es hat immer irgendwas Jubiläumsmäßiges an sich. Und deswegen haben wir gesagt, in der kommenden Episode, also in 2 Wochen vom heutigen Tag an, werden wir eine XL-Sendung machen. Das haben wir schon öfter gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Na, eigentlich doch. Und an dieser Stelle haben wir gesagt, wir werden den ganzen Abend nur Classics spielen. Das ist ein Dankeschön von uns an euch. Weil es kommen immer wieder so geile Musikwünsche rein hier. Jo. Und wir haben tatsächlich so viel mittlerweile auch gesammelt, dass wir ja wahrscheinlich locker 2 Stunden machen können und haben jetzt noch gesagt, schreibt uns. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas im Kopf habt. Schreibt uns, wenn euch irgendwas bewegt hat vor 10, vor 15 Jahren, von mir aus auch vor 6 oder 7 Jahren. Das ist mir relativ egal. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Bezugspunkte habt zu Trance, zu den alten Classics, sei es Ranked One, was habe ich eben schon gehört, oder System F oder weiß der Teufel was. Und natürlich die Mega-Klassiker von Sean Baker, Explode und so, das kann alles von mir aus mitkommen. Schreibt uns, buttert uns zu mit E-Mails. Wir wollen von euch Classic-Musikwünsche haben. Haut sie raus. Wir würden uns sehr freuen, weil wir haben schon den ein oder anderen gesammelt. Hier draußen steht schon im Vorraum, steht schon eine Kiste, da habe ich eben schon mal ein bisschen durchgewühlt. Frank sucht schon fleißig. Ja, wie so ein altes Trüffelschwein bin ich unterwegs und habe hier schon richtig, richtig viel Material zusammengesucht. Und Heik hat es gerade erwähnt, schreibt uns
eure Ideen rüber an jorisch@peaktime-transessentials.com. Da könnt ihr euch verewigen mit einem Musikwunsch und wir werden alle Wünsche bündeln und gucken, was wir dann mit unseren Ideen hier zusammenbringen in den 3 Stunden, die es für euch gibt. Peak Time XL Episode am nächsten Episodentag, sprich Folge 25, gibt es hier 3 Stunden für euch. Feinste Trance Music und was bleibt noch zu sagen an dieser Stelle? An dieser Stelle kann ich nur sagen, der Frank blendet es gleich unten nochmal ein, in den Layer quasi. Mit die E-Mail-Adresse, dann habt ihr das nochmal schwarz auf weiß. Ansonsten bleibt für mich nur, hier mal die Platten auf die Finger zu nehmen. Nee, die Finger auf die Platten zu nehmen. So. Und, oh, jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommt hier ein Vinylmix, Leute. Und ich habe die Scheibe gerade eingeblendet. Das ist ein Teil, auf das man sich wirklich freuen kann. Mega Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann. Und das werden wir gleich sehen. Du hast dann 3 Stunden Zeit zu üben in 2 Wochen. Oh ja. Leute, geil, dass ihr dabei seid. 35 Zuschauer, 40 und mehr. Das ist richtig geil. Das ist hier Peak Time Trance Essentials, eure Mittwochabendunterhaltung mit Eagle Wing, meiner Wenigkeit und Mr. Epics, der hier gerade sich im Vinyl mixen. Oh ja, ja, es fällt ein bisschen schwer. Aber es kommt, es kommt. Jetzt hat er es, jetzt hat er es. Da kommen wir rein.
mega geil, was ich da draußen sehe. Richtig, richtig geil. So viele tolle Zuschauer hier. Und wenn wir schon ein eigenes Anthem haben, dann können wir es auch mal spielen. Das ist hier der nächste Support für Firma Entrancing. Unser Stammplattenlabel. Wenn ihr dort hinten auf die Wand schaut, seht ihr schon einige Exemplare, die sich hier gesammelt haben in diesem Studio. Und an dieser Stelle mal ganz, ganz, ganz spezielle Grüße an The Voice, Alex Lück. Und das ist dieser gute Mann. Big Time Trans Essentials. Die Scheibe, diese hier also, heißt Fury. Da braten wir einen Storch. Letzte Episode, Peak of the Week. Ralphie B. Trans Urgestein mit Fury. Und diese Woche haben wir hier den Photographer Remix am Start. Und wie immer zum Genießen. Newsflash. Stunde 2, Heiko hat es eben eingeblendet, Mr. Epics. Und wir sind längst bei 138 angekommen und so soll es auch weitergehen. Vielen Dank an alle Zuschauer da draußen. Leute, jetzt auch von mir nochmal an dieser Stelle, lasst das Like auf dem Video und macht einfach mit, teilt das Video. Und kommentiert einfach mal rein, welcher Track euch hier am meisten gefallen hat. Macht einfach mit.
touch with Peak Time Trance Essentials. Follow us on Facebook, Mixcloud and Instagram. Send us an email to yourwish@peaktime-transessentials.com.
Jawohl, ja, dieses schöne Teil haben wir noch für euch. Und dann haben wir fast die Punktlandung wieder geschafft, Freunde. Und da bleibt zu sagen, es war wahnsinnig geil mit euch. Aber ich glaube, zwei, drei Worte machen wir gleich hier noch in einer gemeinsamen Abmoderation. Heiko hat auch noch was beizutragen. Yo, Sascha, eine Klassik-Vinyl-Runde noch eine Stunde hinten dran, das hättest du wohl gerne. Wir sind nass geschwitzt hier. Hier haben wir noch was Schönes im Remix vom Kollegen DJ TH. Auch immer gerne bei uns bei einer Sendung hier gespielt und promoted. Techno und MCO, These Words. Auch auf unserem Stammlabel On Trancing Music. Wunderschöne Nummer.
Ja. Lieber Frank. Heiko, hallo. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Es ist 22 Uhr, ich freue mich über auf, eine... Auf die Sekunde auf die Sekunde, eben, ne? Ihr müsstet das sehen. 22 Uhr und 10 Sekunden, also ja. Ich freue mich über eine richtig, richtig geile Sendung. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, muss man einfach mal sagen an der Stelle. Großes, großes Dankeschön an euch da draußen. Ich gucke gerade zu, es sind immer noch 33 Zuschauer aktiv. Es ist so geil zu sehen, wie wir von Folge zu Folge uns steigern und die Leute einfach Bock haben, hier 2 Stunden hier mit uns zu erleben. Ihr habt es ja schon mal in den Episoden gemerkt, es ist nicht alles perfekt, aber wir arbeiten dran und es gibt immer wieder die Fortschritte einfach. Das macht so einen Bock hier mit euch, die Steigerung hier reinzukriegen. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. 1000 Dank dafür. Wahnsinnsnummer. Ein Hinweis noch von mir, lasst das Like. Ich schreibe es immer mal wieder rein, damit wir einfach eine coole Quote mal haben bei YouTube und da wirklich auch gefunden werden. Lasst das Like auf dem Video da, damit wir hier mal richtig hier zeigen können, dass das Ding auch gefällt. Und ansonsten, boah, jetzt muss ich erstmal durchschnauchen. Heiko, ja, sag doch auch mal was. Es darf auch gerne geteilt werden, sagen wir es mal so, ne, an dieser Stelle. Immer gerne bei den Social Medias. Immer teilen. Und, so. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz an das Projekt meiner beiden Freunde erinnern, an Oliver Freitag und Benjamin Teigler. Ravest Heart bei Social Media, also bei Facebook, vielleicht einfach mal ein Like drauf lassen. Die freuen sich auch und die haben übrigens auch eine interessante Spotify-Liste, wo sehr, sehr, sehr viel Trends gemacht wird. Da könnt ihr auch mal drauf gucken und ja, da wird man auch von hören. So viel ist sicher. Ja. Zweite Scheibe steht in den Startlöchern. Ich durfte schon mal vorsichtig anhören und ja, an dieser Stelle denke ich mal, werden auch wir diese beiden Jungs vielleicht hier mal im Studio sehen. Wer weiß. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Spotify ist sicherlich eine interessante Sache. Wir stehen da auch in den Startlöchern, aber eins nach dem anderen, ihr Lieben. Eine Sendung nach dem anderen. Und jetzt freuen wir uns erstmal mit euch hier die 25 zu bestreiten. Das wird ein richtig, richtig geiles Teil. Da muss ich meine Kameras mal so ein bisschen umstellen hier im Studio. Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Aber na gut. Gucken wir mal. Heiko, Heiko. Mr. Epix wird es schaffen. Und ihr, also ihr seid doch auch da bei mir. Like das Ganze mal hier. Ja, man hat ja mit Vinyl gelernt, aber ganz ehrlich, ich habe ewig und 3 Tage nicht mehr richtig damit gearbeitet. Das wird interessant. Ich freue mich drauf. 3 Tage üben hilft und dann ist man schnell wieder drin. Ah. Ja. Ja. Also, er hat es eben schon erzählt, der liebe Epix. Haut die Wünsche raus an yourwish@peaktime-transessentials.com. Alles, was da in unseren E-Mail-Trichter geht, werden wir lesen, bearbeiten und dann in den Papierkorb schmeißen. Nicht, sondern für euch hier raussuchen und hier auf diese Plattenteller bringen, sodass hier in 2 Wochen richtig die Teile glühen. Die Kameras ziehe ich dann von oben rein, da habt ihr richtig mal schön die Blicke auf die Hand oder natürlich von dieser Kamera sehe ich gerade, kann man auch ein bisschen was sehen von der Seite. Ja. Da wird es richtig abgehen. Von meiner Seite hat man viel zu viel gesehen, aber naja gut, das ist ja eine andere Geschichte. Das macht nichts. Gut, ihr Lieben. Das ist es wieder. Ihr Lieben, ich kann nicht anders. Ihr sind alle so lieb. Ja, sie sind halt alle auch lieb. Ne? Und ja, ist tatsächlich so. Das, was ich tolle eben, Gemeinschaft. Ja, total geil. Das, was ich eben gesagt habe, gilt in meinen Augen einfach cool. Danke für den Support, danke für die Scheibe, die ihr hier so unterstützt mit der Access Granted. Und ich habe es gestern im Video schon gesagt, das möchte ich tatsächlich gerade noch loswerden an der Stelle. Am 1.7. geht das Ding online auf Beatport. Wir haben bei der letzten Scheibe, der Sweet Increase, haben wir eine richtig geile Nummer zusammengerissen mit Allemann, wo wir das Ding auf Platz 3 gepusht haben. Wir sind von 0 auf, glaube ich, 7 auf 3 gegangen. Da rief mich die Plattenfirma an und sagte, was ist das denn? Das geht ja richtig gut ab. Das wollen wir diesmal auch schaffen und das, was dabei rumkommt, hier bei Beatport oder bei iTunes, wie auch immer, das werde ich zum Anlass nehmen, um für jeden Download, der nachweislich getätigt wird, 2 Euro dazuzulegen für die Kinder und dann haben die einfach nochmal irgendwann den Scheck, den sie verdient haben und wir ein gutes Werk getan, einfach durch die Musik, durch die Liebe hier zu dem, was wir hier machen und lasst uns das Ding wieder pushen. Ich glaube die, ich weiß gar nicht, was es ist, 2,29 € oder 3,19 € oder wie auch immer. Es gibt ja ein Remix-Paket auch mit dem Dennis Sender nochmal dabei. Das werdet ihr sehen. Das werdet ihr auch noch hören. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich glaube, das tut keinem weh. Nein. Und da können wir dann wirklich auch mal das Ding wieder nach vorne pushen. Das als kurzer Aufruf nochmal an euch, liebe Gemeinde. Und ja, was hier abgeht, ist es immer noch 32 Leute online. Man will gar nicht aufhören. Man könnte jetzt noch eine Stunde quatschen. Ja. Also ich gerne, aber nein. Nein. Wir müssen ins Bett. Wir haben jetzt hier ordentlich geschwitzt. Ja. Und liebe Peaktimer, vielen Dank. Ihr habt das Intro gesehen. An dieser Stelle nochmal den großen Dank des Tages an Patrick Rodax hier, der jetzt wieder davor sitzt vorm Fernseher und sich freut. Und das darf er auch, weil das, was du geleistet hast, ist ein Sonderlob für alle Leute hier, die Peaktime verfolgen. Du hast das Intro hier gemacht und ich glaube, es ist wirklich vorzüglich und richtig toll anzugucken. Einfach mit so viel Herzblut. Vielen Dank. Du bist hier Teil des Projekts und in 2 Wochen freuen wir uns dann
da du heute leider verhindert warst, nochmal, dass du einfach wieder hier bist und die Regie übernimmst. Ja, ich glaube, da brauchen wir auch jemanden, weil ich zu nervös bin. Aber okay, an dieser Stelle würde ich sagen, das war's. Wir sagen Tschüss. Ne? Frank hat auch schon Tschüss gesagt. Und ja, ich habe auch schon Tschüss gesagt. Wartet. Und ich mache das jetzt so, ich entlupe dieses Ding mal wieder, wo wir schon beim Lump wieder sind. Und dann kann es eigentlich nur noch eine Sache geben, nämlich wir sind Peak Time Trans Essentials with Eagle Wing and Apex. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke, großartig. Ciao.